Willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Oder Pioniere von Olivingen. So. Schon wieder 7 Uhr früh. Aber wir gehen als allererstes erstmal ins Steinbachtal. Mal schauen, oder Steinbrechertal, nicht Steinbach, Steinbrechertal, ob es da wieder Orykalkos gibt. Weil es ist jetzt der dritte Tag in Folge und ja, da oben haben wir Orykalkos. So. Wunderbar. Bisschen Orykalkos kann man immer gebrauchen. Oh, und ein Rohdiamant. Na, jedenfalls etwas. Dann reisen wir zum Dorf der Erdgnome. So, wir haben den Kochgnom, den Pflegergnom. Ich weiß noch nicht, was der bringt. Aber dem geben wir jetzt erstmal ein paar von diesen Dingern hier. Ah, halt, nee, da komme ich ja zurück, ich Idiot. So, das ist der Anglergnom. Ein Fisch. Der Stufe 7. Da haben wir den Pflegergnom. Viehfutter. Fulgurit, das ist gut. Rainer freut sich. Gegrillter Fisch. Stiefmütterchen, Karotte. Deine Tasche ist voll. Oh, wir haben ein flexibles Gras bekommen. Hui. Abwechslung. Zurück zum Hof. So, wir haben heute Sonntag, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oder Montag? Montag, okay. So, den Diamant kann ich schon mal reinmachen. So, haben wir unterschiedliche Sachen drin. Oh, die Tomaten sind auch fertig. Wunderbar. Oh, dann muss ich diese Folge wirklich mal mit Seen verbringen. Aber das sollte ja auch kein großes Drama darstellen. Das ist ja schnell erledigt. Muss mich nur entscheiden, was ich nehmen möchte. Der Herbst ist am 9. Ja. Da ist dann einiges möglich. Pilz haben wir auch entsprechend. So. Oh. Die Riesentomaten ist die Tasche voll. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Tasche leer machen. Was haben wir denn bekommen? Wir haben Holz bekommen. Wir haben Harz bekommen. Wir haben die verschiedensten Sorten von Gras bekommen. Wir haben das auch alles bekommen. Da haben wir schon mal einiges. Das ist schon mal gut. Fünf Sterne Riesentomaten. Immer her damit. So muss das doch laufen, Leute. Genau so. Und dann kann ich gleich die entsprechenden Sachen hier vorbereiten, die ich geplant habe für mein Feld. Das Gras kann ich ja noch nicht ernten, oder? Nein, gut.
So, hier die Mitte weg. Mitte weg. Mitte weg. Und die Mitte weg. Dann holen wir den Sprinkler und platzieren den. Dann brauche ich nämlich erstmal nicht mehr gießen. So. Nein. Gut. Das passt alles. So, dann haben wir Stiefmütterchen kann ich herstellen. Karotte kann weg. Der Rest passt. Dann war noch was zu essen. Da habe ich ja noch einiges zum Wegbringen. Was haben wir da noch? Noch mehr so welcher Sachen. Okay, dann muss ich jetzt wirklich erstmal hier ein bisschen Platz machen. Ich hoffe, das Museum hat heute auf. Weiß ich gar nicht. Hat das Museum heute auf? Gegrillter Fisch. Nee, das möchte ich ja behalten, ne? Kann ich, glaube ich, mehrmals laufen. Hoi. Ich glaube, Dienstag kamen die hauptsächlich zu. Eins, zwei, drei, vier. Die Rosen noch rüber. Und nochmal hier holen. In die Werkzeugtasche, in die Werkzeugtasche. Ich glaube, jetzt habe ich echt die ganze Tasche gleich voll. Das kann noch rüber. Das Essen kann ich gleich noch woanders hinbringen. So. Dann das Essen hinbringen. Das funktioniert schon mal. Dann habe ich da auch wieder Platz. Okay, dann gehe ich jetzt mal to the museum. Ich hätte den Olivenkristall noch mitnehmen sollen. Verdammt, bin ich doof. Na, egal. So. Gut, dann. Das dauert jetzt erstmal. Ich bin echt mal neugierig, was ich da so alles jetzt dann rausbekomme. Ein Rosmaragd. Das ist ja nicht wirklich was Tolles. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon wirklich ins Museum geben kann. Nochmal einen Juwelenring. Die Option, alles zu untersuchen, wäre am einfachsten, ne? Aber das bieten sie noch nicht an. Sollten sie mal reinpatchen.
Parasitenstein. Na doch, da sind ein paar Sachen jetzt dabei, die ich noch nicht hatte. Noch ein Juwelenring. Ist der dritte. Bin ich natürlich begeistert. Ist viel Geld. Rosmaragd. Na gut, der Rest ist jetzt alles so lalala. Gib mir ein Stück. Oberil. Silbererz. Gib mir ein Stück. Wow, hartes Bauholz. Also wirklich die tollen Sachen haben wir jetzt nicht bekommen, aber hey, egal. Und ein Silberbarren. So, was können wir jetzt hier geben? Nein, nicht Fotos. Nein. Fischspenden. Muss ich dann auch platzieren? Oder landen die einfach im Becken? Nein, ich muss sie platzieren. Hello. Ist natürlich nervig, dass man hier immer eine Garnele. Garnele, würde ich sagen, könnte man in die Richtung dieser Krustentiere packen. Ich weiß halt nicht, was es alles gibt. Von dem her packe ich mal die Garnele dahin. Hello. Wow, ich darf nur eins spenden. Hammer. Ein Parasitenstein. Packe ich dahin. Passt doch von der Größe her. Lokale Berühmtheit. Juhu. So. So, und das gebe ich dann Rainer. Oh mein Gott, du bist dir sicher, dass ich das haben darf? Ja. Yep. So, gucken wir mal, wie sieht es denn eigentlich jetzt mit Rainer aus? Oh, ich habe ein Herz schon voll. Eins. Eine junge Frau, die wohl im Museum arbeitet. Wohnt die etwa auch dort? Okay, das ist erledigt. Der Rest wird verkauft. Aber ich habe ja noch einen neuen Titel bekommen. Und hier gibt es bestimmt auch noch nichts Neues, ne? Okay. Die Frage ist, muss ich jetzt erst mein Motorrad reparieren, damit der Rest weitergeht? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Kristallene Bernstein kann ich verkaufen. Die silberne Bronzemedaille und die Bronze. Also die Bronze und die silberne. Boah, das ist schon einiges an Geld, was da rauskommt. Okay, das ist schon mal in Ordnung. So, ach, jetzt hatte ich vergessen einzukaufen. Na egal, machen wir gleich. Ich möchte kurz erstmal hier, weil ich muss ja nochmal hin.
Ah, das kann ich sogar verkaufen, hier ist Silber. Und dann nehme ich da auch noch einen mit. So, dass die Taschen da mal wieder leer sind hier. Zack, zack und... Wunderbar, hier noch das zur Verarbeitung geben. Um die Tiere habe ich mich auch noch nicht gekümmert. Passt also. So. Ich finde es halt schade, dass die Sachen verarbeitet weniger Geld bringen, als wenn sie nicht verarbeitet sind. So, gehen wir erstmal die Sachen ab für das Motorrad. Auftrag beendet. Wunderbar. So, dann kurz Sachen kaufen. Das Schlimme ist, ich muss jetzt wissen, wie viel muss ich überhaupt holen. Von was hole ich? Paprika habe ich schon. Süßkartoffelsamen können dreimal geerntet werden, alle 6 Tage. Wenn ich davon... ...5 Felder bestücke, ist das in Ordnung. Okrasamen. So. Paprikasamen hatte ich schon. Auberginen hatte ich, glaube ich, auch schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Hatte ich schon mal Weizen gepflanzt? Ich weiß es gar nicht. So. Bäume habe ich gar nichts bisher gehabt. Brauche ich auch nicht. Sobald du 6 Herzen hast, okay. So, dann haben wir schon mal die ganzen Samen gekauft. Einfach erstmal Masse an Samen kaufen. Einfach kaufen. So. Dann jetzt noch die letzten Sachen hier eintauschen. Bist du ja, Troplay. Ich hab dich gesucht. Du müsstest deine 3 Bücher mal wieder zurückbringen. Hä? Was? Das weißt du gar nichts von? Nein. Aber auf der Liste steht... Das ist weder Nigen noch Simons Unterschrift. Ich kann das Gekritzel kaum entziffern, aber es sieht schon nach Troplay aus, oder? Was ist denn los, Rainer? Gibt es ein Problem? Perfektes Timing, Bürgermeister. Vielleicht kannst du uns helfen. Jemand hat sich Bücher ausgeliehen. Die sind aber längst überfällig. Und zwar keine gewöhnlichen Bücher, sondern wertvolle Stadtbücher. Oha, Stadtbücher? Ja, guck auf die Liste. Ich fürchte, was ist denn? Das ist meine. Das ist deine Unterschrift? Ich habe sie mir neulich ausgeliehen, als du unterwegs warst. Ich verspreche, dass ich sie bald zurückbringe. Haha, hoppla. War wohl alles nur ein Missverständnis. Ich ziehe manchmal etwas voreilige Schlüsse. Tut mir leid. Hast du Interesse an alten Ruinen oder spirituellen Orten? Ich mache gerne eine Führung durch die Ruinen für dich. Um das mit heute wieder gut zu machen. Komm jederzeit vorbei. Okay, dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann. Okay. Begutachten. Ah. Hey,
Hey, das war unser erstes Event mit Rainer. Ist auch mal schön. So. Erstmal alles abgeben hier. Und das letzte schwere Objekt. Gutachten, Aussaatbereich. Darf ich noch einen Schatz spenden? Ich habe echt noch keinen Olivenkristall gespendet? Ernsthaft? Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Das wusste ich jetzt nicht. Wahrscheinlich zählen dann die ganzen Erze auch dazu, oder? Wäre eine Möglichkeit. Ah, yeah. Come on, yeah. Da 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 da. Story of Seasons, Baby. So, gehen wir jetzt erstmal pflanzen. So. Wenn ich immer drei Stück mache, geht das sogar auf. Hey. Na, relativ. Relativ geht's auf, okay. Aber einiges habe ich dann schon mal. Hatte ich noch irgendwas gekauft? Ah, Weizen. Verdammt, wo packe ich denn dann den Weizen hin? Dann muss ich mir jetzt doch noch eine neue Farmecke bauen, hä? So. Nein, das darf ich da nicht platzieren. Warum nicht? Dann bauen wir das halt dahin. So. Dann tauschen wir das mal ganz kurz hier durch. Gut, dann möchte ich noch zwei Felder bauen, die... So. Gut. Dann brauche ich jetzt halt als... erstmal verkaufen. Das muss ich vom Grunde auf erstmal angehen. Vom Grunde. Ganz vom Grunde. Oh, Enten, da fehlt es auch noch. Oh Mann. Machen wir kurz mal hier die Dreierpilze. Die da. Kann ich nämlich auch gleich erstmal wieder aussehen. Oder pflanzen. So, dann... Steine. Steinwege. Ja, komm, bauen wir erstmal. Damit ich erstmal so ein Grundgerüst habe, wo ich das hinbaue. So. Wohin darf ich denn bis dahin? Und da. Das heißt, dann gehen wir jetzt erstmal da lang und dann bauen wir hier runter. Yeah.
Genau, dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Obwohl, warte mal, bis wohin darf ich hier? Hier haben wir die Kuh. Das heißt, dann kann ich sogar hier hin. So. Das ist halt natürlich ein bisschen nervig, dass man das dann so machen muss, aber okay, gut. Wenn das Spiel das so will, dann will das Spiel das so. Oh, es passt genau. Danke. So. Geht das auch? Ja, das geht genauso. Ja, das sieht doch wunderbar aus. So, als allererstes erstmal. So. Und dann. Zack. Und zack. Und davon dann auch mal zwei Felder voll. So. Dann jetzt hier wieder drei runter. Drei. Ich muss dann, wie gesagt, noch Sprenkler bauen. Was? Ach, da ist eine Pfütze. Warum ist denn da jetzt eine Pfütze? Was soll denn das? Aber okay, gut. Die Pfütze sollte jetzt das kleinste Problem sein. So. Einmal hier und einmal da. Brauche ich für die Sprinkleranlage Silber und Eisen, was ich hier habe. Genau so viel, wie ich brauche. Nämlich zwei Stück. Die ich eigentlich für was anderes verwenden wollte, aber ist in Ordnung. So. Kurz einmal drehen, um zu sicherzustellen, dass da auch nichts anderes im Weg ist. So, und dann könnte ich da jetzt nochmal Weizen anpflanzen. Ich da so eine komplette Weizenecke. Passt. So, jetzt muss ich mich noch ganz kurz um die Tiere kümmern. Ansonsten fühlen die sich echt ein bisschen vereinsamt. Oh Mann. Oh ja, Liane ist jetzt noch glücklicher geworden. Dorian gibt mir auch wieder ein bisschen was. So, Antje. Die Milch von Black Moon. Caro gibt mir noch Wolle. Oh, darf ich sogar nochmal? Und Elisa. So, ich glaube, jetzt habe ich mich hier um alle gut gekümmert. So. Ich glaube, ich hatte jetzt auch kein Essen mehr in der Tasche. Nein, gut. So, jetzt hier noch mich um die anderen kümmern. Steffi, wie geht's dir? Gut, und Daisy. Auch wunderbar. Ey, Leute, das ist schon wieder eine extrem lange Folge und ich habe eigentlich nur ganz normale Sachen gemacht, ey. Mein Inventar ist bis zum Erbrechen voll. So, Milch, Eier.
Wunderbar. Hier kann das dann hin. So. Dann müssen wir massig Eisen herstellen auch wieder. Und Silber. Deswegen würde ich sogar erstmal Silber herstellen. Wenn ich jetzt die Wahl habe. Ich weiß nicht, wofür die Dosen gut sind. Eine leere Dose. Ich verkaufe sie einfach. Ich weiß echt nicht, wofür soll ich diese leeren Dosen verwenden. Oh, meine Goldbarren sind fertig. Jedenfalls ein bisschen Gold gibt es. So. Ich habe jetzt ernsthaft nur die Goldbarren mitgenommen. Bin ich echt so... Wenn ich sage, ich will Silber herstellen, dann will ich auch Silber herstellen. Und nicht jetzt das Gold dabei haben. So, die Samen kommen in die Samenkiste. Okay. Essen habe ich immer dabei. Okay, es ist morgen früh, ist fertig. So. So. Wunderbar. So, da kann ich jetzt die schwarzen Rosen dann pflanzen. Ich habe echt nur eine schwarze Rose. Ah, ne, zweimal. Okay. So, dann die Chilischote. Ja, die Chilischote macht Sinn. Nein, ach komm. Danke. So, Chilischote wieder rein. Kriege ich auch nur spätestens maximal 6 raus. Mache ich dann halt so kleine Felder, keine Ahnung. Ja, die Rose hätte ich noch pflanzen können. Ich glaube aber, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. War ich bei den Gnomen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. 30 Minuten um und ich habe alles vergessen. War ich da oder nicht? Ich war da, okay. Gut, aber ich habe hier noch was gefunden. Okay, wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles. Mehr wollte ich gar nicht. So, dann kann ich jetzt endlich schlafen gehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.